Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Trader und Traderinnen. Herzlich willkommen zum Webinar von XTB, präsentiert Salomons Marktausblick. Mein Name ist Stefan Salomon. Wir haben es heute Mittwoch, den 19. August. Und wir schauen uns heute auch mal die Tesla-Aktie an. US-Märkte vielleicht ein bisschen heiß gelaufen, vor allem der Nasdaq 100, aber schauen wir uns alles an. Und natürlich der deutsche Aktienindex mit Gewinnmitnahmen zum Tagesanfang. Hier nochmal der Interessenkonflikt und natürlich Risikohinweis. Vielen Dank für Ihre guten Morgenwünsche. Freue ich mich immer darüber. Dann sehe ich auch gleich, dass die Technik und so weiter funktioniert. Wir kommen gleich einmal zum deutschen Aktienindex. Also, wir haben gestern ja doch eine kleine Achterbahnfahrt gesehen. Will ich auch noch mal ganz kurz auf 5 Minuten dann noch mal zeigen, wie man da hätte handeln können. Wie man hätte handeln können, ist durchaus immer eine durchaus sinnvolle Frage, auch wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist natürlich immer hinterher betrachtet, aber letztendlich lernen wir ja daraus. Das heißt also, auch wenn Sie Fehltrades haben, wenn Sie Gewinntrades haben, immer wieder mal gucken, ob das mit den Regeln übereinstimmte, was hätte man besser machen können, wie hätte man das handeln können. Und selbst wenn man also selbst Analysen schreibt, also auch eine gewisse Tagesplanung macht, etc., immer mal wieder fragen, gerade wenn man halt mal daneben liegt, wie hätte man denn argumentieren müssen, damit man also hier erfolgreich dann im Markt sich bewegt. Kommen wir kurz zum aktuellen Bild. Wir haben also eine Range und innerhalb der Range ist so wie gestern nach wie vor mit schnellen Richtungswechseln zu rechnen. Wir haben viel Unsicherheit im Markt und Unsicherheit ist eben auch dann ein Faktor, der zu schnellen Richtungswechseln führt. Wir hatten gestern im deutschen Aktienindex auch eine Aufwärtsbewegung, die ja nicht unbedingt genährt war von großen Nachrichten. Insofern auch kein Wunder, dass wir wieder ein bisschen zurückgekommen sind. Jetzt muss man sagen, okay, wir haben hier eine Unterstützung, die 1, 2, 3, 4, 5 jetzt zum 6. Mal getestet wird. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, dass je häufiger eine Unterstützungszone auch getestet wird, desto eher könnte die dann auch natürlich rutschen. Das heißt, hier haben Bullen gekauft, hier haben Mitte August haben die Käufer sozusagen die fallenden Kursen aufgefangen. Auch gestern hier sehr schön im Prinzip ein Hammer, ein grüner Kerzenkörper, der doch kürzer ist als der Kerzenkörper mit einer sehr langen Lunte. Anschließend hier auch nochmal eine grüne Stundenkerze. Also die Unterstützung hier erfolgreich bestätigt. Dann kam es eben dann doch durchaus wahrscheinlich auch zu technischen Käufen oder auch zu Verkäufen von Short-Positionen. So, und jetzt muss man sagen, wenn sich das Bild hier wieder wiederholen sollte, wir also hier nochmals eine lange Lunte bekommen, vielleicht sogar einen Fehlausbruch unter die 12.800er Marke, also dass wir hier kurz runterfallen und anschließend wieder eine dynamische Gegenbewegung stattfindet, auch über die 12.900 hinaus. Da haben wir ja jetzt im Moment so kleine Dochtspitzen, dann wäre das das Signal, dass wir also hier durchaus nochmals eine Gegenbewegung sehen, die hier auch durchaus Richtung 12.900 70, 13.000 Punkte führen kann und dann muss man weiterschauen. Wir bekommen ja heute Abend auch noch die Sitzungsprotokolle der US-Notenbank. Also davor kann ich mir schwer vorstellen, dass wir also hier nach oben deutlich nach oben durchstarten sollten. Aber es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt also hier einen wiederholten Test dieser Unterstützungszone bekommen, unter die 12.800 fallen, dann sollte man also nicht darauf setzen, dass das schon ein Fehlausbruch, eine Bärenfalle wird, sondern dazu brauchen wir wirklich dann wieder einen deutlichen Rebreak in diese Range und sollten wir hier nach unten fallen. Dann ist erst einmal dieses Szenario hier spruchreif. Das heißt also, wir haben die Schwankungsbreite dieser Range der letzten Handelstage in den Stundenkerzen, die können wir als Kursziel nach unten abtragen. Und dieses Kursziel würde natürlich wahrscheinlicher werden, wenn wir hier auch diese ehemalige Widerstands- jetzt Unterstützungszone nach unten knacken. Also wir nicht nur unter die 12.800 fallen, sondern dann auch unter die 12.740, 12.730.
dann müsste man tatsächlich hier mit weiteren Kursverlusten rechnen. Wir schauen uns das mal nochmal ein bisschen im übergeordneten Bild an. Das heißt also, wir haben hier ja doch eine Range, die erst nach oben verlassen wurde. Dann haben wir eine neue Ausbildung einer Range, die wieder nach oben verlassen wurde. So, und jetzt kommt es eben darauf an, in welche Richtung wird diese Range verlassen. Wir haben auch gestern gesehen, dass die US-Märkte ein bisschen uneinheitlich waren. Auch das spricht so unter Umständen für eine eventuelle Gipfelbildung. Aber schauen wir einfach mal. Und sollten sich die US-Märkte also hier jetzt mal nach unten verabschieden, dann dürfte der DAX natürlich hier ebenfalls eine gewisse Schwäche anzeigen. Wir schauen, blicken jetzt, also von den Stundenkerzen sollte das klar sein. Das heißt also, sollten wir hier unter die 12,8 fallen, auch per Stundenschlusskurs, wäre das natürlich entsprechend negativ. Sollte sich das als Bärenfalle herausstellen, wir also mit Schwung wieder nach oben durchstarten, wäre das durchaus positiv hier über 12.900. Auch wenn wir vom aktuellen Bild hier uns wieder stabilisieren, über die 12.9 ansteigen, hätten wir zumindest eine kurze Bewegung, die dann allerdings eher so vor der 13.000er Marke wieder gestoppt werden dürfte auch im Hinblick eben auf die auf das US-Notenbankprotokoll, was wir also heute bekommen. Ja, und dann haben wir halt die üblichen Unwägbarkeiten, US-chinesischer Handelskonflikt. Brexit wird nach wie vor ein bisschen vernachlässigt als Thema, kommt aber so langsam wieder. Dann haben wir noch die US-Präsidentschaftswahl. Wir haben die Quartalsberichtssaison ist im Prinzip gelaufen. Also da fehlen im Moment neue Impulse und demzufolge könnten wir also diese Schaukelbörse hier auch weitersehen. Wir sehen hier im Prinzip ja seit Anfang Juni, Ende Mai sowieso eine gewisse Schaukelbörse. Und wir nähern uns jetzt gefährlich dem Aufwärtstrend, der hier zumindest seit April existiert. Und es kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen seitwärts herauslaufen. Sollten wir jetzt diesen Trend hier auch testen, also unter die 12.800 dann auch rutschen, dann wäre das ein in zeitlich recht engem Abstand zu sehender Test dieser Aufwärtstrendlinie und das ist eher in der Regel negativ. Das heißt also, hier fehlt einfach Bullenpower nach oben und sollten wir dann eben unter die 12.8 fallen, dann müsste man zumindest eben auch aus Sicht der Tages- und Stundenkerzen hier mal mit einem kurzen Abrutsch nach unten rechnen. Ob das dann so ein oder zwei Tage wären und wir dann hier innerhalb dieser Range dann wieder eine Pendelbewegung sehen. Wir haben ja hier noch die Möglichkeit, einen etwas flacher verlaufenden Aufwärtstrend zu konstruieren, sind wir noch dahingestellt. Aber im Moment scheinen wir also ein wenig nach oben gedeckelt zu sein. Sollte der Deckel natürlich wegfliegen, und wir uns hier deutlich nach oben ablösen, wäre das entsprechend wieder positiv. Und da muss man halt hier auch weiter sehen, dass wir also hier durchaus die Chance haben, entsprechend diesem Kursziel, was dann aktiviert werden würde, weiter nach oben durchzustarten. Also ganz klare Devise, handeln, was wir sehen. Und sollte sich der deutsche Aktienindex also deutlich hier wieder nach oben ablösen können, von der Aufwärtstrendlinie aus der Range nach oben bewegen, dann hätten wir also hier entsprechendes Kursziel. Aber das ist im Moment nicht wirklich ableitbar, nicht wirklich prognostizierbar. Wir schauen uns die US-Märkte an. Auch hier muss man sagen, ein etwas uneinheitliches Bild. Also wenn wir uns den Dow Jones anschauen, dann sehen wir hier so kleine Tageskerzen. Das ist so... ja, da sitzen wir so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also wenn wir das in Analogie sehen, hier zum Beispiel Anfang des Jahres, da hatten wir auch nach einer Aufwärtsbewegung hier so kleine Kerzen. Und dann kann das durchaus dazu führen, dass so wie hier auch mal ein starker Rücksetzer erfolgt, dass wir also uns dann plötzlich wieder hier an der Aufwärtstrendlinie uns wiederfinden, wir also auch unter die 27.000er Marke rutschen, dann hier wieder die Hände aufgehalten werden. Wenn der Trend gebrochen wird, dann fallen wir weiter nach unten, so wie wir es hier Anfang des Jahres gesehen haben. Aber so kleine Kerzen an sich stellen natürlich erstmal nur eine Pause im Trend dar.
Also wir haben das hier zum Beispiel auch gesehen im Dezember 2019, auch eine Reihe von kleinen Kerzen, fehlte die Aufwärtsdynamik und dann kam doch nochmal ein Schwung nach oben. Also das ist jetzt ein Warnsignal, aber für sich genommen nicht unbedingt ein Verkaufssignal. Man kann jetzt aber Folgendes machen, auch hier in den Stundenkerzen, dass man sagt, okay, wir haben also hier in den letzten Handelstagen ganz einfach eine kleine Mini-Range und wenn diese Mini-Range nach oben oder unten verlassen wird, dann bekommen wir da ein entsprechendes Richtungssignal. Wir hatten das Anfang der Woche, letzte Woche schon mal besprochen, dass man innerhalb so einer Range auch mal hier so einen sehr kurzfristigen Trend konstruieren kann, wenn der dann zum Beispiel verlassen wird, war hier nicht ganz so einfach, dass man dann auch mal wieder auf eine Gegenbewegung setzen kann. Und man kann jetzt zum aktuellen Bild zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier also eine gewisse Abwärtstendenz. Und wenn diese Abwärtstendenz jetzt zum Beispiel innerhalb der Range wieder nach oben verlassen wird, dann wäre das grundsätzlich positiv mit der Chance, die Oberkante dieser Range nicht nur zu testen, sondern auch mal einen Breakversuch zu starten und ein neues Hoch wäre dann natürlich entsprechend positiv. Und auf der anderen Seite haben wir hier also doch eine ganz klare Unterstützung. Wir haben also hier ein Tief, ein zweites Tief, dann auch hier mit dieser längeren Lunte nochmals ein Tief. Sollten wir also aus dieser Range nach unten per Stundenschlusskurs fallen, dann würden wir halt diese markanten Tiefs auch unterschreiten. Wir würden aus diesem sehr kurzfristigen Abwärtstrendkanal nach unten herausfallen. Und dann würde sich also hier ein entsprechendes Szenario aus Sicht der Stundenkerzen anbieten, so dass man also erst einmal so einen kleinen Pullback oder leichte Erholungen auf Verkaufssignale untersucht. Und auch hier gilt natürlich, sollten wir ja herunterfallen und sich das dann als Bärenfalle erweisen, dann wäre das auch wieder positiv. Aber so ist das eben im Moment. Also handeln, was wir sehen, ganz klar. Und da sind wir im Moment so ein bisschen im Nirvana der Kurse. Wir sind so in der Mitte dieser Range und da können Sie auch würfeln, ob es rauf oder runter geht. Soweit zum Dow Jones und dann haben wir natürlich den Nasdaq 100 und den S&P 500. Der S&P 500 mit einem neuen Top. Wir schauen uns zuerst einmal aber den breiten S&P 500 an. Also wir haben ja ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung, neues Hoch, bestätigt letztendlich diese Aufwärtsbewegung. Aber auch ähnlich wie im Dow Jones, nicht ganz so ausgeprägt, haben wir hier kleine Kerzen, eher fehlende Aufwärtsdynamik. Das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, das heißt, oder eine Medaille mit zwei Seiten, je nachdem. Das heißt, wir haben einerseits eine gewisse Stabilität, wir haben kleine Kerzen auch immer mal wieder hier in diesem Trend durchsetzt. Das heißt also, wir haben keine wirkliche Überhitzung im Chart noch nicht, zumindest im breiten S&P 500. Und dann könnte man sagen, das ist also noch eine gesunde Aufwärtsbewegung. Nur ähnlich eben hier, wenn wir uns diesen Kursverlauf anschauen, also da sieht es so ähnlich aus mit vielen kleinen Kerzen, auch mal eine längere grüne Kerze und dann kam mal ein stärkerer Rücksetzer. Also negativ würde es aber erst werden, wenn wir hier an der 3400 deutlich nach unten abklappen und diesen Aufwärtstrend mit Break der 3300 dann nach unten knacken. Dann müsste man also hier zumindest mal mit einem kurzfristigen Schub nach unten rechnen. Und hier nochmal die Stundenkerzen. Also sollten wir hier nach unten abprallen, dann wäre natürlich aus Sicht der Stundenkerzen so ein erstes negatives Signal, wenn wir hier diesen Trend knacken und dann auch zum Beispiel hier unter dieses Lundentief rutschen, dann könnte man also die Schwankungsbreite des Trendkanals nach unten abtragen und würde dann ein entsprechendes Kursziel nach unten auch bekommen. Was noch fast ein bisschen gegen diese Aufwärtsbewegung spricht, ist, dass wir hier keine wirklichen Anschlusskäufe gesehen haben mit dem neuen Hoch, dass es auf der Stelle tritt. Aber wir sehen halt auch noch kein wirkliches Verkaufssignal. Nasdaq 100 hingegen, ja, weiter positiv. Wir haben einen Aufwärtstrend, wir haben ein neues Hoch, wir haben hier diesen Widerstand geknackt. Demzufolge ist also letztendlich hier die Oberkante dieses Aufwärtstrendkanals jetzt das Kursziel, die Rückkehrlinie und sollte sich das hier nach unten durchsetzen, naja, dann haben wir hier vielleicht sogar eine kleine Bullenfalle, aber vom aktuellen Bild haben wir hier weder Warnsignale noch Verkaufssignale. Also
Vom Nasdaq 100 haben wir hier also durchaus noch die Chance, dass die Aktien weiter zulegen. Also auch hier ja, die Tesla-Aktie oder andere Geschichten, letztendlich die Tech-Märkte hier weiter im Prinzip nach oben bringen könnten. Vielleicht bei der Gelegenheit gehen wir gleich mal auf die Tesla-Aktie. Und da muss man hier ganz einfach sehen, wir haben eine sehr starke Aufwärtsbewegung. Wir haben natürlich von den Fundamentaldaten, also es gibt Banken, die sehen Tesla hier bei $550 fair bewertet, andere bei 1300, ein paar zerquetscht dann. Es gab aber auch vereinzelte Stimmen, die also Tesla deutlich über $2000 gesehen haben. Und von der Chartanalyse muss man sagen, das ist jetzt hier so eine gewisse Massenhysterie schon. Wir haben also hier eine gewisse Fahnenstange. Wir haben dann eine kurzfristige Gegenbewegung, die man also hier noch ja, nicht unbedingt als Flagge sehen könnte, aber zumindest mal als kurzfristige Abwärtsbewegung. Wenn man natürlich sagt, okay, das ist hier die große Flagge, und dann könnte man also hier deutlich weitere Kursziele ableiten. Aber vom aktuellen Bild kann man sagen, okay, also hier haben wir eine gewisse starke Aufwärtstendenz, die könnte sich hier nochmals wiederholen. Das heißt, Kursziel im Best-Case-Szenario ist die Oberkante dieses Aufwärtstrendkanals. Und demzufolge, wer also das Glück hat, hier bei der Tesla-Aktie dabei zu sein, kann die nach wie vor halten. Kritisch würde es jetzt sehr kurzfristig werden. Dann könnten wir hier auch mal einen kurzen Abverkauf sehen, wenn wir hier zum Beispiel wieder unter die 1670 rutschen, weil wir dann eben die letzte grüne Kerze wissen, die Euphorie darstellen würde. Und nach Euphorie folgt dann Ernüchterung. Aber das ist nicht ableitbar. Das heißt, das ist so ein bisschen das Alternativszenario. Und im Moment kann man sagen, okay, also bitte noch drinbleiben, halten. Dieser Hype, der könnte sich hier noch weiter fortsetzen. Also das ist ja auch so, es gibt so ja, sehr spekulative Aktien, wie die zum Beispiel diese chinesische NIO, auch ein E-Autobauer. Also das ist völlig losgelöst von irgendwelchen Fundamentaldaten. Die haben eine Marktkapitalisierung von jenseits von Gut und Böse. Die haben irgendwie zuletzt so 6.000 oder 7.000 Autos verkauft und wollen also jetzt 11.000 Autos verkaufen. Und wenn man das gleichsetzt zum Beispiel, dann haben die also eine Marktkapitalisierung wie Fiat Chrysler. Und das ist völlig, ja, das ist nur reine Marktpsychologie. Und ja, das, also als konservativer Anleger schüttelt man darüber den Kopf und sagt sich, da muss ich nicht dabei sein. Aber das ist eben dann halt Börse. Und wenn wir uns hier also sagen, okay, ja, das geht so nicht, dann müssen wir wieder andersrum. Also wenn man sagt, wir haben hier einen Aufwärtstrend zum Beispiel und dieser Aufwärtstrendkanal ist jetzt auch nach oben verlassen worden. Also da ist eine gewisse Euphorie dabei. Aber Sie sehen ja auch Gaps nach oben. Und solange diese Gaps nicht geschlossen werden, ist das hier noch nicht unbedingt eine Gipfelbildung, sondern erst, wenn das Gap wieder nach unten geschlossen wird. Aber das nur am Rande. Also das sind so Aktien, die würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen. Okay, soweit hierzu zu den Indizes. Ja, ist soweit, denke ich mal, das klar. Das war durchaus gerade im Nasdaq 100, auch wenn man sich eine Apple-Aktie etc. anschaut, da doch eine gewisse Übertreibung, Überhitzung vorliegen kann. Wir haben Warnsignale, aber noch nicht eindeutige Verkaufssignale. Und wenn ich das richtig sehe, hat sich der deutsche Aktienindex auch gerade noch mal ein paar Pünktchen wieder erholt. Schauen wir uns am Ende des Webinars nochmals an. Kommen wir zu den Rohstoffen. Also bei Gold ist meiner Meinung nach die Luft ein bisschen raus. Wir sehen das hier nochmal in den Monatskerzen. Kurs der erreicht. Jetzt sehen wir hier eine volatile Pendelbewegung mit Unterstützung Mitte, lange grüne Monatskerze des vorangegangenen Monats. Dass wir jetzt hier im Tiefflug wieder nach unten durchstarten, ist aufgrund dieser Aufwärtsbewegung und den langen grünen Kerzen eher unwahrscheinlich. Am wahrscheinlichsten ist, dass wir hier eine volatile Pendelbewegung erst einmal sehen. Sollten wir weiter nach oben durchstarten,
also hier ein neues Top bekommen, dann kann man also Kursziele Richtung 2300, 2400 bis 3000 ableiten. Aber vom aktuellen Bild würde ich eher sagen, da ist ein bisschen die Luft raus. Wir sehen auch hier, dass zwar ein Rücksetzer jetzt aufgefangen wurde, lange rote Kerze, Tageskerze, deckelt das Ganze allerdings. Sollten wir hier über die 2030 ansteigen, per Tagesschlusskurs, also über das Top dieser roten Kerze, dann wäre das zumindest kurzfristig positiv. Die Euphorie könnte dann sich weiter fortsetzen. Und Rücksetzer dürften aber erst einmal aufgefangen werden. Wenn wir uns dann die Stundenkerzen anschauen, hatten wir hier ein sehr schönes Verkaufssignal. Lange rote Kerze bricht Aufwärtstrend, bricht Unterstützung. Dann haben wir jetzt hier eine Gegenbewegung und wir sind wieder an einer Unterstützungszone als auch an der Aufwärtstrendlinie, die wir hier in den Stundenkerzen sozusagen neu konstruieren können. Das allein für sich genommen ist aber noch kein Kaufsignal. Das heißt also, wir haben jetzt hier eine korrektive Bewegung innerhalb dieses Abwärtstrends. Hier ein Trendkanal zu basteln ist nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also sagen wir hier, wir haben hier eine einfache Abwärtstrendlinie. Sollte die in Verbindung mit einer Loslösung von der Aufwärtstrendlinie, von der Unterstützungszone nach oben geknackt werden, hätten wir wieder die Chance hier Richtung 2015, 2020 anzusteigen und alles, was darüber hinausgeht, wäre im noch intakten Aufwärtstrend dann natürlich durchaus positiv. Aber hier könnten wir heute dann auch erstmal so eine gewisse abwartende Haltung bei den Gold- und Devisenhändlern sehen auf das Notenbankprotokoll der US-Notenbank. Heute Abend um 20 Uhr wird das veröffentlicht. Also interessant, sollten wir hier natürlich auch runterfallen, dann wäre dieser Aufwärtstrend verlassen und wir dürften hier nochmal mit kurzfristigen Abgaben sehen. Dann können wir also hier die Schwankungsbreite dieses Abwärtstrendkanals letztendlich hier nach unten abtragen und würden dann also wieder so im Bereich 1950 wahrscheinlich landen, entsprechend dem Kursziel aus der nach unten abgetragenen Schwankungsbreite des Trendkanals. Und dann könnte man hier unter Umständen wieder auf Kaufsignale achten. Also dann hier haben wir Widerstand, Unterstützung. So in diesem Bereich wäre oder könnte man dann wieder sagen, okay, da könnten die Hände aufgehalten werden und man versucht dann da nochmal einzusteigen für kurzfristige Bewegung, Long-Position sozusagen. Gut. Habe ich noch was vergessen? Wir schauen noch ganz kurz den Silberpreis an. Also auch hier sehr starke Aufwärtsbewegung. Wir sind hier in den Wochenkerzen in eine vorangegangene Range auch leicht zurückgekehrt. Aber auch hier ist ein bisschen die Luft raus. Aber deutlich nach unten sehe ich das jetzt hier auch nicht aufgrund dieser sehr starken Aufwärtsdynamik. Das kann sich natürlich noch als Wimpel, als Flagge nach Fahnenstange entpuppen. Aber soweit sind wir hier noch nicht. Wer hier schon längerfristig im Silber zum Beispiel eine Long-Position hat, kann hier auch durchaus mit einem Stockkurs unter dem jüngsten Wochentief auch halten. Aber hier ist zumindest kurzfristig mal ein bisschen die Luft jetzt erst einmal raus. Und da müssen wir abwarten, ob sich hier tatsächlich eine nur kurzfristige Pause entwickelt mit einem neuen Schub nach oben oder ob das unter Umständen jetzt erstmal wieder für ein paar Wochen seitwärts läuft. Dann die Ölpreise, ein ganz kurzer Blick, hat sich nicht viel geändert, läuft seitwärts im intakten Aufwärtstrend. Chance demzufolge rein vom Trendgedanken durchaus vorhanden. Rücksetzer dürften hier noch aufgefangen werden, aber das ist auch von den Tageskerzen hier jetzt nicht unbedingt das Signal, dass man jetzt hier Haus und Hof verwetten muss auf steigende oder fallende Kurse. Was man sehr, sehr kurzfristig machen kann, dass wir hier also eine Range haben und wenn diese Range nach oben oder unten verlassen wird, dass man hier also ein sehr, sehr kurzfristiges Signal bekommen. Dann muss ich sagen, also bei XTB können Sie ja wirklich alles handeln oder sehr, sehr viel handeln, auch von den Aktien eine große Palette und auch von den Rohstoffen. Wir schauen uns mal Weizen an. Weizen auch sehr interessant. Hier, das sind die Wochenkerzen.
Da ist es so, dass so ein bisschen die negativen und positiven Faktoren für den Weizenpreis sich jetzt gerade die Waage halten. Wir haben in Argentinien eine Dürre. Auch da ist im Moment so ein bisschen unklar, wie sich das auf die globalen Weizenpreise auswirkt. In Europa steigen die Weizenpreise. Interessant ist charttechnisch ganz einfach hier ein übergeordnetes ansteigendes Dreieck. Innerhalb so einer Formation kann man also hier durchaus mit weiteren schnellen Richtungswechseln rechnen. Das heißt also, die Lage ist hier noch nicht so ganz eindeutig, aber wer auch so etwas handeln kann oder möchte, einfach mal mit auf die Watchlist legen. Hier eine gewisse Unterstützung erreicht, da oben ist Widerstand. Sollten wir also hier diese jüngsten beiden Wochentiefs nach unten knacken und aus dem Dreieck nach unten herausfallen, dann dürfte sich hier mal eine entsprechende Reaktion nach unten durchsetzen. Steigen wir hier über die jüngsten Wochentops an, dann haben wir eher die Bewegung, die das ansteigende Dreieck ja auch eher verspricht, dass wir also hier die Widerstandszone nochmals testen und einen Ausbruch dann natürlich hier zur entsprechenden Kurssteigerung führen könnte. Soweit der Blick auf die Rohstoffmärkte, dann natürlich die Devisenmärkte. Wir wollen uns hier zuallererst den Dollarindex anschauen. Dollarindex ist weiter nach unten gekommen, also keine große Überraschung. Wir haben das hier schon gesehen, also doppeltes Tief. Dann haben wir die Nackenlinie gar nicht mehr getestet, sind dann ein bisschen zurückgekommen, was schon ein negatives Bild. Mittelgrüne Kerze ist unterschritten worden. Und der dritte Test ist dann hier nach unten. Jetzt haben wir so einen kleinen Pullback. Das heißt also, die Dollarschwäche an sich müsste aus Sicht der Chartanalyse hier eher weiter anhalten. Also Dollar eher schwächer, kommen natürlich jetzt auch wieder auf das Notenbankprotokoll an. Heute dürfte jetzt über den Tag eine abwartende Haltung noch sich durchsetzen. Aber rein von der Chartanalyse her haben wir hier ein ja, nicht ganz so idealtypisches fallendes Dreieck, aber wir haben eine Range, die verlassen wurde. Das heißt, wir haben also hier einen Kurs hin nach unten. Wir haben hier einen Abwärtstrendkanal und dessen untere Begrenzung stellt jetzt auch das Kursziel dar. Das heißt, wir haben also einerseits die Range-Bandbreite als Kursziel, auf der anderen Seite die Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals und nur eine schnelle Rückkehr in diese Range mit einem Anstieg hier über die jüngsten beiden Tagestops wäre wieder positiv, dann hätten wir hier eine kleine Marktbereinigung, eine Bärenfalle. Aber vom aktuellen Bild sind Erholungen eher zu verkaufen. Und das ist das Stichwort für den Euro zum US-Dollar. Wir haben also hier in den Tageskerzen auch Ausbruch aus dieser Range, kleiner Pullback. Rücksetzer wären jetzt also hier aufzufangen. Kurs, die Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals. Kursziel, die Schwankungsbreite der Range nach oben abgetragen, also im Prinzip so wie beim Dollarindex, nur andersrum. Und auch hier würde es sich jetzt eintrüben für die Bullen, wenn wir unter das gestrige und vor allem unter das vorgestrige Tagestief zurückfallen würden von den Handelstagen, also hier unter die 1,1829 fallen würden, dann unter die 1,1780, dann müssten wir eher damit recht davon ausgehen, dass wir hier nochmal die jüngsten Tiefs sozusagen nochmal testen, aber vom aktuellen Bild eher die Rücksetzer auffangen. Und hier haben wir nochmal die Stundenkerzen, auch sehr interessant, eigentlich sehr schön, diese Range. Innerhalb der Range ein Abwärtstrend ist nach oben verlassen worden. Da brauchte man ein bisschen Geduld, aber Rücksetzer konnte man also hier grundsätzlich auffangen und ein kleiner Pullback innerhalb des Aufwärtstrends, also wenn der Aufwärtstrend natürlich jetzt in den Stundenkerzen verlassen wird, nach unten wir in die Range wieder deutlich zurückkehren, Stundenschlusskurs, lange schwarze Kerze, hier zum Beispiel diesen Aufwärtstrend knacken würde, wäre das entsprechend negativ. Aber interessant wäre das, wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückkommen würden, dann könnten wir hier also einen Abwärtstrend konstruieren. Das ist im Moment nicht möglich. Also das ist nur eine Idee. Das ist jetzt noch kein Abwärtstrend. Warum? Weil wir hier natürlich ein Hoch, ein zweites Hoch haben und das dazwischenliegende Tief müsste jetzt noch unterschritten werden. Aber interessant wäre, dass wir jetzt hier diesen Pullback sozusagen wirklich noch ausbauen an die 1,19 und von dort aus diese dann korrektive Bewegung noch oben verlassen.
wäre ein neues Kaufsignal in Richtung des Trends oder dass man dann hier auf 5 Minuten zum Beispiel im Bereich 1,19 auf Kaufsignale achtet. Alternativ kann man natürlich sagen, okay, wir haben jetzt hier so eine Mini-Range wieder und sollte sich hier kein Trend durchsetzen, sondern wir diese Mini-Range nach oben oder unten verlassen, dann kriegen wir da auch nochmal ein sehr, sehr kurzfristiges Signal. Dann natürlich nochmal ganz kurz der Devisenüberblick. Also australischer Dollar, US-Dollar hat sich jetzt doch ein bisschen noch umberappelt mit dem neuen Hoch. Können wir hier also auch diesen Aufwärtstrend nochmal ein bisschen anpassen. Man kann den natürlich auch etwas enger hier konstruieren, aber letztendlich neues Hoch, in der Aufwärtsbewegung, in der grundsätzlichen Aufwärtsbewegung ist positiv. Demzufolge müsste eigentlich der australische Dollar jetzt hier weiter zulegen. Im Best-Case-Szenario an die Oberkante dieses Trendkanals. Dann haben wir hier so eine kleine Range, die jetzt ebenfalls nach oben getestet wird. Also auch hier gilt eher die Rücksetzerversuche aufzufangen. Neuseeländischer Dollar nicht ganz so eindeutig, weil wir hier auch kein neues Hoch haben. Aber wir sehen hier zumindest hier so eine kleine Gegenbewegung. Man könnte das so einen überschießenden Pullback nach unten betrachten. Markante Linie bei 0,65 sollte nicht mehr unterschritten werden, dann hat sich das mit der Aufwärtsbewegung. Aber hier besteht also durchaus die Chance, dass wir also weiter nach oben laufen. Dann US-Dollar, japanischer Yen. Japanischer Yen war ja durchaus schwach, aber wir sehen das jetzt, dass der US-Dollar halt schwächelt, hier in diesen Abwärtstrend auch wieder zurückgekehrt ist. Das heißt also, da muss man sagen, okay, Fehlausbruch, Bullenfalle und Erholungen müsste man also jetzt hier eher auf Verkaufssignale beobachten. Euro, japanischer Yen, grundsätzlich in einer Aufwärtsbewegung. Da ist es allerdings ein bisschen schwieriger, jetzt hier einen vernünftigen Aufwärtstrend hier vielleicht auch zu finden und zu sagen, ja, wo gehe ich denn genau ein? Aber letztendlich haben wir natürlich hier auch gewisse horizontalen Marken. Das funktioniert also bei diesem Währungspaar wiederum ganz gut. Wir haben hier zum Beispiel Widerstand, Wurzelunterstützung. Wir hatten hier in den letzten Tagen dann hier zum Beispiel dort Spitzen, Widerstand, Wurzelunterstützung. Das heißt also, man kann dann immer sagen, okay, von den Tageskerzen habe ich eine Aufwärtsbewegung. Und dann schaue ich mir in den 5-Minuten-Kerzen im Prinzip nur die Kaufsignale an. Das heißt also, wenn solche Unterstützungen dann in den 5-Minuten-Kerzen auch nochmal bestätigt werden mit einem Tower-Top, Tower-Bottom, mit einem Morningstar oder einem Bullish Engulfing oder sonst was, Break, kurzfristiger, dreitägiger Abwärtstrend wird hier auf 5-Minuten-Basis geknackt, dann ist das so etwas grundsätzlich immer positiv, dass man dann also in die Hauptrichtung arbeitet. Das heißt also, wenn man jetzt hier in den 5-Minuten-Kerzen hier einen sehr, sehr kurzfristigen Abwärtstrend konstruiert und dieser nach oben verlassen werden würde, wäre das also hier auch dementsprechend dann ein positives Signal. So, und positiv der deutsche Aktienindex, der sich also wieder bis an die 12.900 heranarbeiten konnte. Schauen wir uns gleich zum Ende des Webinars nochmals an. Dann Bitcoin. Bitcoin haben wir hier nochmal. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit, dass das so eine Eintagsfliege wird. Das heißt, wir haben ja hier einen Aufwärtstrend. Wir haben eine sehr starke Aufwärtsentwicklung. Und die Frage ist jetzt, wird das eventuell eine Bullenfalle? Das werden wir mal löschen. Also wir haben hier eine Range. Wir haben ansteigende Tiefs, wir haben ansteigende Hochs. Wir können hier auch sehr, sehr kurzfristig, auch ein kurzfristiges Bild, zum Beispiel 4-Stunden-Kerzen, ein aufwärtsgerichtetes Dreieck hier konstruieren. Also hier haben wir zwei Tops sozusagen und dieses Dreieck ist nach oben verlassen worden. Grundsätzlich ein positives Signal mit Chance, dass man natürlich einerseits die Schwankungsbreite des Dreiecks nach oben abtragen kann als Kursziel, als auch die Rückkehrlinie im Best-Case-Szenario des Aufwärtstrendkanals hier das Kursziel darstellt. Aber Pustekuchen, wir sind jetzt wieder unter das Tief der grünen Kerze, dieser Ausbruchskerze gefallen. Und das ist, wir sind zwar hier natürlich jetzt heute ein paar Tage Schlusskurs noch nicht drunter, aber das Ganze
zeigt eben an, dass dort nach oben Widerstand ist, dass wir hier unter Umständen auf eine Bullenfalle treffen. Insbesondere würde das spruchreif werden, wenn wir also jetzt hier dieses Dreieck nach unten verlassen, unter die 11.300 zurückkommen würden, dann wäre die Bullenfalle tatsächlich bestätigt und man müsste dann hier nochmal mit kurzfristigen Abgaben rechnen, zumindest an die nächste Unterstützungszone. Und dann muss man schauen, ob der Aufwärtstrend grundsätzlich weiter intakt bleibt und wir uns von dort aus wiederholen können. Wäre dann sozusagen hier nochmal die Möglichkeit, vielleicht die Hände aufzuhalten. Und natürlich sollte das nur ein sich als Pullback, als überschießender Pullback darstellen. Wer ein neues Hoch bekommen, wäre das auch positiv. Aber im Moment haben wir hier das Risiko, dass wir also eine Bullenfalle im Bitcoin sehen. So, dann kommen wir nochmal zurück zum deutschen Aktienindex. Also sehen in den Tageskerzen hat sich das jetzt ein bisschen auf grün gefärbt. Wir schauen uns die Stundenkerzen an. Also das Muster wiederholt sich scheinbar. Tief, 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 Lunte, Lunte. Jetzt auch nochmal eine Lunte. Aber wir sind per Stundenschlusskurs noch nicht über die 12.900 angestiegen. Da kleben wir im Moment so ein bisschen dran. Sollte das der Fall sein und wir hier zum Beispiel jetzt auch über das bisherige Tageshoch ansteigen, über das Hoch dieser roten Kerze, dann wäre das eben gut, dass sich der Markt weiter stabilisiert, dass wir hier nochmal eine kurze Gegenbewegung sehen. Aber das dürfte hier über den Tag eher eine volatile Bewegung werden, eben in Anbetracht der Sachlage, dass wir heute um 20 Uhr die Protokoll der US-Notenbank-Sitzung bekommen. Und natürlich im Umkehrschluss heißt das ganz einfach, hier sollten diese Lundenspitzen per Stundenschlusskurs nach unten geknackt werden, dann hätten wir hier das Risiko, nach unten durchzustarten. Meine Damen und Herren, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir hören uns kommende Woche wieder am Montag. Bis dahin viel, viel Erfolg und schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Salomon.